So Leute, herzlich willkommen zur vermutlich letzten Folge. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind wir am Leuchtturm angekommen. Springen jetzt fröhlich ins Wasser. Ja, sagen wir mal. Ins Wasser. Juhu, Arschbombe. So. Und wollen uns jetzt den Damien schnappen. Der hoffentlich hier ist und es nicht nur eine Falle ist mit Sprengstoff. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Wir hatten so viel Warte mal ab, wenn ich jetzt gleich mein Talent an dir ausprobiere, du Sound. Sieh dich um. Wir Geht's haben da eine rein? verdammte Stadt Alter, es erledigt. regnet. Ah, ein Lift. Ein Lift ist immer ein gutes Zeichen. So. So. Na, Damien. Ach jo, jetzt packt er auch noch die Waffen Jetzt weg. verbringe ich meine letzten Stunden auf einem Witwengang. So nennt man die Plattform eines Leuchtturms. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Alter. Passt aber. Wo ist der Es Spasti? sieht aus, als wäre alles bald vorbei. Geht's auch noch höher? Wollt ihr mich alle verarschen? Verarschen hier? So. Komm schon. Überraschung. Gibt es eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey, fick dich! Sieh Hey, dich nicht an! Solche Worte Du gehst hier. über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Dein Killer. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla bla bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb du sie willst rüber. Mich verarschen. Ah, das ist jetzt ein schlechter Scherz. Oh, ihr seid ja lustig. Wisst ihr beide nehmt alles zu persönlich, das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt ja was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auch. Gib her. Na komm, gib her. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was der denn in diesen letzten Momenten wollte. Der Alter, ist der gut. Ich wollte den Tod eines Mädchens wieder gut machen. Doch das Alter, Ergebnis ist der ein waren guter nur Kämpfer. Aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Licht geht wieder an. Ich blicke nicht mehr zurück. Bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen und wenn nötig, zu bestrafen. Watch Dogs. Das Watch Dogs Symbol. The Ring. So. Das war's mit meiner ersten Let's Play-Reihe. Ich bin total geflasht. Noch einmal. Durch das Ende. Oh, seht mal da. Noch eine Sondermeldung. Ja. Der Bürgermeister ist tot. Das ist natürlich tragisch. Aber natürlich auch verdient. So. Ja, als nächstes
würde ich auf diesem Kanal dann jetzt ein Challenge-Video hochladen. Ich muss nur noch einen geeigneten Partner für das Video finden, weil allein ist irgendwie langweilig. Challenge ist immer besser zu zweit, ne? Oder zu dritt, oder viert, oder fünft, oder sechst. Das kann natürlich ein klein wenig dauern, deshalb bitte ich eine kleine Pause jetzt zwischen der Let's Play-Reihe und dem Challenge-Video zu entschuldigen. Danke, dass ihr die Reihe euch angesehen habt. Lasst ein paar Kommentare da, was ich besser machen kann und so. Aber trotz allem sage ich jetzt auch hier, final, macht's gut und haut rein. Freut euch auf die nächsten Folgen einer neuen Serie. Und bis dahin, macht's gut. So, was ich festgestellt habe, nach dem Abspann scheint es ja doch noch etwas weiter zu gehen. Denn auf einmal ruft der Jordi da an, dieser alte Pisser, der uns umbringen wollte. Ja, genau. So läuft das Business. Ja. Jordi könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Das ist natürlich cool, ne, wenn er alle offenen Probleme löst. Von diesem Problem. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne ja, sagen, dass wir verschieden stimmt, sind. Da war da was. Ich weiß es nicht mehr. Der Typ lebt ja auch noch. Haha. Getötet. Wer verdient ja. Den Tod? Na dann seid ihr mich das? Doch noch nicht los. Oh, es speichert sogar. Oh, und was auch immer da oben noch speichert. Jetzt bin ich mal gespannt. Müssen wir schnell noch Maurice wahrscheinlich ausschalten? Weil immerhin lebt der noch da, ja? Hallo. Da, da, ja, da ist er. Selbstjustizintervention. Ah. Ah, da ist ja der Aiden. Seit wann bewege ich mich schon allein? So, gehen Sie weg oder erschießen Sie Maurice? Das ist jetzt eigentlich schon wieder so ein kleiner Punkt, wo man sagen müsste, so, Abstimmung in den Kommentaren und die Lösung gibt es im nächsten Video. Aber nein, das können wir nicht tun. So, entweder entscheiden wir uns jetzt, erschießen wir diesen Typen. Es ist vorbei. Du bist der Letzte. Oder wir gehen einfach weg. Die Sache ist, er hat halt unsere Nichte getötet. Das ist jetzt so eine Sache. Also, aber eigentlich bin ich immer eher so der Mensch, wo gegen Gewalt ist. Aber andererseits hat er meine Nichte getötet. Nein, ich weiß nicht. Ah doch, er hat sie getötet. Nein, ich weiß nicht, soll ich gehen? Total unschlüssig hier. Ja, ich hab nur eine Pistole. Scheiße, ich wollte nur mit dem MG. Nein. Aber jetzt können Sie etwas fürchten. Was verdammt? Ja. Was stimmt nicht mit dir? Hä? Du bist erledigt. Verstanden? Wir sind beide erledigt. Ja, warum? Erschieß mich, verdammt! Sag, warum ich erledigt bin. Hä? Dann kannst du besser schlafen. Tötest den Mörder deiner Nichte. Schön für dich, du Ficker. Wir gehen. So. Maurice lebt in seiner eigenen Hölle. Er ist ein Opfer dieser Sache. Und ich habe genug Tod gesehen. Und wir sind gut fein raus. Wir sind liebe Menschen geworden. Das ist schön. Ah. Jetzt sagen Sie bitte nicht, jetzt kommt der erste Abspann. Wollen Sie mich etwa veräppeln? So, überspringen kann ich das, so wie es aussieht, nicht, ne? Das ist aber schade. Dann muss ich wohl einen Cut reinbringen oder so. Oder wir ziehen uns jetzt die restlichen 20 Minuten den Abspann rein. Na? Na, Leute, habt ihr Bock drauf?